Okay, let's go. Lewandowski! Lewandowski! Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Lionel Messi. Profi. Jetzt ein Flink. Totti! Mein erster epischer Solo-Sieg und... Hey Freunde und herzlich willkommen zur langersehnten Karrierefolge. Wir werden die Karriere mit Waldhof Mannheim starten. Ja, ich werde gleich schon übergeben, aber davor erstellen wir erstmal hier eine neue Karriere. Also, so wird unser Trainer aussehen. Sein Name ist Teddy Bear. Er wird Waldhof Mannheim übernehmen und ich hoffe, er wird einen guten Job machen. Ich übergebe dann gleich mal an ihn. Und willkommen, wir sind hier auf der ersten Pressekonferenz. Da sehen wir uns. Alles gut. Und ich unterschreibe meinen Vertrag. Gut. Weil wir wollen uns... Wir haben ja eine kleine Finanzspritze bekommen, deswegen brauchen wir uns jetzt hier kein Turnier. Wir wollen uns erstmal auf die Transfers konzentrieren. Mal gucken, was unser Verein sofort zu bieten hat. Kommen wir mal zuerst unsere Mannschaft. Das ist unsere Mannschaft. Ich stelle mal um, so wie ich sie aufstellen würde. Dann sehen wir uns gleich. Ich bin ein Mann von der alten Schule, deswegen spielen wir natürlich in 4-4-2. Das wird dann so unsere Aufstellung sein. Lebo wird die Außen spielen lassen, Marc Schnatterer. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich den Einsatz. Donkor kommt auch rein. Verlat und Segert bilden unsere IV. Dann müssen wir unsere Rollen noch verteilen. Ich halte sehr viel von diesem jungen Niklas Sommer. Der wird unsere Kapitänsrolle übernehmen. Das ist natürlich gar kein Problem. Ich gucke mich mal kurz im Social Media Bereich um. Wir müssen ja neuerdings auf Trab sein. Mal gucken, was wir da so finden, ob wir da irgendeinen Spieler finden, den wir schon als erstes mal verpflichten können. Ich bräuchte nämlich noch einen guten Stürmer. Ich will nicht so einen komischen Spieler, der nur Around the World kann. Ich will einen wie PP im Sturm. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Wer ist denn dieser Mann hier? Der sieht mir sympathisch aus. Den stellen wir gleich mal im Sturm und geben dem mal gleich einen neuen Vertrag, dass der nicht von uns weggeht. Das wird unser Mann. Schlüsselspieler. Waldhof, unser neuer Stürmer. Der will nur ein Jahr verlängern. Bieten ihm gleich mal 2 Jahre an. Wollen ihn ja so lange wie möglich an unserem Verein binden. Wollen ja nicht, dass er geht. Keine Freigabesumme. Und der kriegt gleich mal einen guten Gehalt. 10.000. Bist damit zufrieden pro Woche? Sehr gut. Gucken wir gleich mal, welche Verträge so auslaufen. Kostli, Schnatterer, Priamba. Gefühlt alle Verträge laufen aus. Niklas Wies im Sommer. Den werden wir auch verlängern, unser neuer Kapitän. Den müssen wir natürlich auch verlängern. Treffen wir uns mal mit dem Mann. Vertragsverhandlungen starten. Der ist für mich auf jeden Fall ein wichtiger Spieler. Bieten wir dem mal einen 3-Jahres-Vertrag an. Gut, der bekommt 800.000 die Woche. Ja, 800. Bieten wir ihm mal 1.000 die Woche. Und der will einen Einstiegsbonus. Das ist okay. So haben wir unseren Kapitän Joami uns das vorgestellt. Sehr gut. Boyamba, den würde ich auch gern behalten. Machen wir hier delegieren. Sehr gut. Finden wir auch okay. Jetzt kümmern wir uns mal um unser Team allgemein. Was haben wir denn hier? Wir haben im Tor 3 Jungs. Den hier können wir gleich mal auf die leise Liste setzen. Den 20-Jährigen hier. Links haben wir 2. IV haben wir 4. In der IV können wir uns auf jeden Fall nochmal jemanden suchen. Gulke setzen wir mal auf die Transferliste. Herr Frau haben wir Kostli und einen guten Sommer. Da wird Sommer gesetzt sein, aber Kostli behalten wir auch mal. Gottschling können wir dafür auf die Transferliste setzen. Die ist ZDM. Da haben wir auch relativ viele. Da setzen wir mal den Fridolin Wagner. Der kommt auch auf die Transferliste. Wir müssen ja ein bisschen Transferbudget hier reinkriegen. Ein bisschen den Kader aussortieren. Pascal Sohm. Den kann man auch auf die Transferliste setzen von mir aus. Genauso wie Jürcher. Wir werden uns nämlich einen Top-Stürmer noch holen. Ich habe da schon einen jungen Kandidaten ausgemacht, auf den ich sehr viel Bock hätte. Und das ist Mukuku. 16-jähriger Mann. Den tun wir gleich mal versuchen, von Borussia Dortmund loszueisen. Okay, der will wohl nicht zu uns. Aber dann tun wir Scouting von ihm beginnen. Ich arbeite gern mit jungen Spielern mit viel Potenzial, deswegen tun wir uns den auch mal vormerken hier. Der will auch nicht zu uns. Gut.
Hier haben wir noch einen richtig talentierten IV für uns. Den tun wir auch gleich mal auf die Transferliste setzen. Karim, der wird wahrscheinlich... Bei Karim können wir in die Verhandlungen reinstarten. Mal sehen, ob die mit 8 Millionen zufrieden sind. Die wollen 12, das ist leider ein bisschen über unserem Transferbudget. Aber wir haben ja auch noch ein paar Spieler in der Hinterhand, die wir anbieten können. Zum Beispiel Martinovic. Aber dann wollen wir natürlich auch deutlich runter auf 7,8. Seid ihr damit zufrieden? 7,9. Wir tun die... Da habe ich einen kleinen Fehler schon unterlaufen. Okay, der will auch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich noch bis zur Halbsaison warten mit den anderen Spielern. Gehen wir mal rein in die Tage im Juli. Wir kommen schon das erste Transferangebot von Boyamba, das legen wir ab, den wollen wir behalten. Boyamba! Gutes Training. Nehmen wir das Training mal mit, bei mir wird hart trainiert. Sieht man, dass die Fitness bei vielen sehr gut runtergeht. Nice. Jemand hat die Freigabesumme für Goalkeeper bezahlt. Ist okay. Der darf gehen. Und jemand will Skiri kaufen. Bin ich jetzt auch nicht so abgeneigt, an Heidenheim den zu verkaufen. So, unser erster Spieler ist verkauft. Goalke. Bei 1,2 Millionen. Nehmen wir hier auch mal gleich an. Wollen unseren Verein ein bisschen kleiner halten, damit wir schön durchstarten können und neue Spieler kaufen. Unser Ziel ist es natürlich, den Verein in die Bundesliga zurückzuführen. Waldhof. Waldhof. Und da kommt schon das erste Spiel auf uns zu. Dritte Liga. Aber davor gehen wir nochmal in die Transferzentrale und gucken, ob wir jetzt Karim Adeyemi verpflichten können. Martinovic. Plus 7,9. Okay, die wollen auf einmal viel mehr. 12,5, komm. Und Armin! Jetzt geht's in die Transferverhandlung mit Karim Adeyemi zu Waldhof Mannheim. Der will natürlich Schlüsselspieler sein, das ist voll okay. Da geben wir ihm gleich mal 3 Jahre. Der soll ein bisschen länger bei uns bleiben. Wir übergehen die Freigabesumme. Oh, was kriegt denn der von Gehalt? 11k? Ist das okay für dich? 11k, Karim Adeyemi. Unser neuer Topstürmer. Abwege! Da wir Martinovic verkauft haben, ist das ja auch klar. Jetzt haben wir hier die Doppelsturm mit Frieder und dem guten Adeyemi. Ich hoffe, der Sturm führt uns in die zweite Liga. Und da haben wir schon unser erstes Spiel. Gehen erstmal auf die Pressekonferenz. Was haben Sie für Fragen an mich? Hallo, hallo alle miteinander. Hallo, meine lieben Pressevertreter und Journalisten. Die Vorbereitungen für unser Debüt laufen natürlich super. Die Jungs sind gut eingestellt. Wir haben 2 neue Topstürmer. Die werden uns in die zweite Liga schicken. Die fragen mich, ob ich Meister werden kann. Der Deal ist natürlich blick, was ist denn das für eine Frage? Also wir müssen ja auf jeden Fall Meister werden, sonst ist das ja alles, bin ich hier umsonst. Das wollen wir ja nicht. Wir sind hier, um Meister zu werden. Und mit Karim Adeyemi haben wir ein großes Schnäppchen gemacht. Und er wird uns sehr helfen in unserem Team. Ich denke, er wird ganz viele Tore schießen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei ihm, weil er ist schnell und das mag ich halt auch. Wir haben einen dreckigen Stürmer und einen schnellen Stürmer. Mal gucken, wie es dann mit den zwei da vorne läuft, ob die auch gut interagieren können untereinander. Aber ich denke schon, wir simulieren die Spiele alle. Gehen wir rein ins Spiel gegen Magdeburg. Wir haben ein Spiel, kommt der Ball direkt mal hier raus. Und da hat die erste gute Chance hier. Auch Mittelfeld fängt den Ball hier gut ab. Wir haben gut Druck. Sieht gut aus für unsere Jungs. Und da ist der erste Abschluss, aber kein Tor leider. Nach 8 Minuten kommen wir in Magdeburg, aber wir fangen den Ball ganz schnell ab. Das ist natürlich super, aber jetzt der Fehler und dann das 1-0 für Magdeburg. Taktik mit dem 1-0. Das ist natürlich ein schlechter Start in die Saison, was wir immer machen, aber das ist okay. Wir kommen hier zurück, wir haben einen starken Sturm, unsere Verteidigung wirkt sehr scheiße. Müssen wir vielleicht auch noch was auf dem Transfermarkt tun. Oh, guter Ball. Gut, der Doppelpass mit Sommer, der geht in den Strafraum, verliert den Ball und jetzt ist ja alles offen hinten. Oh, da kommt der Ball auf den Magdeburger. Der legt nochmal ab und, oh, und da ist das 2-0 wieder. Das läuft ja mal gar nicht gut für uns. Und da ist das 3-0. Artig mit dem Dreierpack. Was soll denn das jetzt? Wir springen zum Ergebnis, wir haben noch 3-1 gemacht. 2-mal dem 3-1, das ist natürlich super. Mein Mann. Aber Sommer verletzt sich, das ist natürlich kritisch für uns. Unser Kapitän verletzt sich. Ich hab den Kollegen kassiert! Nein! Nach dem Spiel bin ich kein Interview. Erste Saisonniederlage, das ist natürlich scheiße gelaufen, aber
Da will ich jetzt nicht mit den scheiß Journalisten reden, das sage ich euch gleich so, wie es ist. Und Niklas Sommer fällt 4 Wochen auf, das ist natürlich scheiße, unser Kapitän fällt aus. Da muss wohl Koschli in die erste Elf rutschen. Aber zum Glück haben wir einen breiten Kader, der das gut auffangen kann. Aber der Juli ist schon fast vorbei, wir haben unser erstes Spiel, das ist natürlich scheiße. Und Sommer verletzt, das macht uns natürlich ein Riesenproblem. Im zweiten Spiel spielen wir direkt gegen Borussia Dortmund 2. Das könnte natürlich sehr kritisch werden mit der zweiten Saisonniederlage hintereinander, aber so weit wollen wir jetzt mal noch nicht gehen. Problem ist halt auch, unser Geld ist komplett weg durch den Karim Adeyemi-Transfer. Aber ich habe gedacht, der wird einen größeren Impact hier haben. Können wir uns mal auch um unsere Jugendspieler kümmern. Einen haben wir zur Verfügung, der baut gleich mal das Netzwerk in Deutschland auf. Einen Scout schicken wir mal los, mal sehen, was der für uns so finden kann. Jetzt kommt das nächste Spiel gegen Dortmund 2. Gehen wir wieder mit den Jungs ins Spiel. Mal sehen, was sie gegen Dortmund 2 auswärts anrichten können. Und jetzt weiß ich. Mit dem Pass auf Adeyemi. Und der macht das 1-0. So soll es sein, Jungs. So soll es sein. Weiß er auf Adeyemi. Tiki-taka. Genau so, Jungs. 1-0 gegen Dortmund 2. Sieht gut aus, Jungs. Sieht gut aus. Und da ist das gleich 2-0. Kam Adeyemi mit dem 2-0 Doppelpack. Kein Problem für uns. Und da setze ich mich mal auch entspannt auf die Bank. Da wird nichts mehr passieren. Da kriegen wir schon das 2-1. Da setze ich mal mich wieder aufrecht auf die Bank. Weiter geht's. Die Jungs, denen hinten echt nicht sicher. Adeyemi mit dem dritten Versuch. Das ist ein sehr guter Schlagabtausch hier. Gefährliches Ding hier. Und da kriegen wir das 2-2. Was ist denn das? Unsere Verteidigung ist löchriger als ein Schweizer Käse. Was ist denn das? Was soll ich da machen? Wir haben 5 Schüsse und 2 Tore. Die machen aus 2 Schüssen 2 Tore. Unsere Verteidigung steht echt scheiße. Und da ist Dortmund wieder vorne im Strafraum und das würde wieder gefährlich werden. Oh, Königsmann hält. Wichtig. Da ist mir eine Locke abgefallen, der Hut. Und da ist die zweite Ecke und jetzt können sie mal schnell gehen. Über Adeyemi. Geht nicht schnell. Und es ist Halbzeit. Sie hat noch eine Chance. Schiri, pfeif ab! Oh, nochmal Eckball für Dortmund. Hilfe. Gut. Und da geht es Halbzeit. Nach 12 Minuten haben wir geführt und dann kriegen wir 2 Tore. Das kann doch nicht sein, Jungs. Da ist die Halbzeitansprache, muss ich ja nochmal kurz halten. Jungs, ihr führt 2-0. Da müsst ihr drauftreten. Müsst ihr auf die drauftreten. Also das geht ja gar nicht so, wie das jetzt hier verläuft. Jetzt Mannheim wieder im Angriff. So will ich sehen, Jungs. Und Adeyemi, und dann macht er das Dritte und sein Hattrick. So will ich sehen. 10 Millionen hast du gekostet. Die Finanzspritze hat gut getan. Sanstat hat uns hier eine kleine Finanzspritze gegeben und die haben hier gleich in Adeyemi investiert, der hier 3 Tore macht im zweiten Spiel. Hat sich langsam hier eingefunden, habe ich das Gefühl. Einander und sie sind wieder im Strafraum. Da muss ich jetzt leider mal hier ins Teammanagement reingehen. Das gefällt mir gar nicht, was die Jungs hier zeigen. Ja, was will ich machen? Russo für Shaqiri machen wir mal rein. Russi Ball, kann ihm mal für Donko reinkommen. Machen hier gleich mal einen Dreierwechsel. Schnatterer kommt hier für Boyamba. Nächste Spielunterrechnung wechseln wir. Shaqiri, wir wechseln 3-mal. Jungs, nicht so reindrücken lassen da hinten. Dann spielen wir um Abstieg. Und da kriegen wir das 4-3. Was ist denn das, Jungs? Es läuft die 80. Minute. Jetzt müssen wir. Wir haben jetzt 3-mal geführt, einmal mit 2-0, 2-mal geführt und jetzt sind wir hinten. Was soll denn das, Jungs? Das kann doch nicht wahr sein. Und wir kriegen noch das 5-3, was ist denn das? Unsere Hintermannschaft ist so löchrig. Da müssen wir echt was dagegen tun. Das läuft ja gar nicht gut hier. Jungs, jetzt trainiert mal gescheit, wir wollen hier was sehen. Frieder, da fehlt auch noch die Bissigkeit. Unseren dritten Torwart können wir auch mal ausleihen. Dass er ein bisschen Spielpraxis sammelt und dann besser zurückkommt. Wir sind auf dem 20. Platz nach 2 Spielen. Was ist denn das, Jungs? Und da haben wir schon unser 3. Spiel gegen Würzburg. Wichtiges Spiel, Jungs. Wichtiges Spiel. Wisst selber. Komm, wir gucken mal, ob wir da irgendwas verbessern können. In unserer Startelf. Nicht so wirklich. Wir können Lebo kriegt mal eine Pause. Schnatterer kommt rein. Mal gucken, ob der Routinier uns hier zum Sieg führen kann. Zum ersten Saisonsieg. Erster Heimsieg wäre das dann auch. Ja. Los geht's. Und Würzburg hat gleich mal die erste Chance. Was ist denn mit unserer Hintermannschaft los? Das ist zum Haare ausraufen. Und Würzburg mit dem 1-0. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Jungs.
bin schwer enttäuscht von euch. Ich habe gedacht, wir steigen hier als Erster auf und jetzt sind wir Letzter. Und da ist das 1:0, wo ich am 1:1, wo ich am war. Wichtig, wichtig, wichtig. So muss das sein, Jungs. Oh, und da ist der Zweite, Bojamba. Los, Bojamba, du bist der Beste. Ich wollte dich nie verkaufen. So machst du das super. Oh, Jungs, das sieht besser aus heute. Das sieht viel besser aus. Viel, viel besser sieht das hier heute aus gegen Würzburg. Vielleicht wird das ja unser erster Saisonsieg. Und dann ist Halbzeit. Jungs, es gefällt mir heute besser, was ihr macht. Aber passt hinten auf. Steht kompakt. Die Abwehr muss ineinander greifen. Das muss so aussehen. Müsst mit Gefühl spielen. Spielt vorne Bojamba an. Der hat einen guten Tag, der macht seinen Hattrick. Weiter geht's, Jungs. Gut durchkombiniert. Jetzt Weise vom Tor. Ha. Komm schon. Schieß mal. Schieß. Schieß doch. Schieß. Schieß. Ach, das ist zu kompliziert, Jungs. Einfach mal den Abschluss suchen. Aber nach 60 Minuten führen wir jetzt hier immer noch. Das ist ein ganz neues Erlebnis für mich hier. Puh. Da haben wir Glück, dass es abseits war, Jungs. Das wisst ihr selbst. Bojamba anspielen, habe ich gesagt. Wir machen mal, schicken mal welche hin. Kommen gleich welche neue rein. Rosi Pahl kriegt wieder seine Chance. Genau das gleiche geht für Russo. Den zweifachen Torschützen tun wir auch mal rausnehmen. Le Beau kommt vorhin rein. Jetzt, Jungs. Halten. Das Ergebnis halten. Das müsst ihr auch können, Jungs. Weg damit. So sieht das gut aus. Jetzt durchspielen. Und Schuss. Oh. Jungs. Jungs, ihr müsst eure Chancen machen. Wir haben 9 Schüsse und schießen 2 Tore. Ihr habt doch gute Stürmer hier vorne drin. Jetzt kommen wir mal Würzburg. Das war abseits, das ist wichtig. 85. Den Ball halten. Gut so. Vielleicht auch noch einmal nach vorne spielen, über außen. Gut so. Und jetzt bringen sie rein. Oh. Gut so, wir haben den Ball. Das wird der Sieg sein. Ihr müsst nur den Ball halten. Und jetzt nochmal Abschluss. Und da ist das 3:1. Frieder mit dem Tor. Weise. So will ich sehen, Junge. Genau so. Und er macht die Entscheidung in der 90. Hätte ich auch schon früher machen können, mein Freund. Gut so. Sieht gut aus, Jungs. Sieht gut aus. So, wir haben hier nochmal 3 Jungs gescoutet, die wir mal uns mal genauer anschauen werden. Die wurden hier in dieser Meldung vermeldet. Und so welche müssen wir natürlich immer gleich mal nachgucken, wie es um die steht. Wir gehen aber jetzt da vorne auch in unser drittes Spiel, Auswärtsspiel. Gegen Viktoria Köln. Wird das unser zweiter Sieg hintereinander. Komm, Jungs, straffen. Und das wird unser Sieg. Adeyemi mit dem Doppelpack. Und Zaghiri mit einem. Ich habe das schon im Urin gehabt, deswegen habe ich das nicht laufen lassen. Das ist gut so, Jungs. Und es ist eine wichtige Meldung hier reingekommen. Der Kapitän fühlt sich einsatzbereit. So, und jetzt geht's noch ins Spiel gegen Meppen gleich. Wieder Sommer ist am Start wieder. Wir simulieren mal wieder normal. Gucken uns das Spiel nochmal von der Seitenlinie genau an. Und können dann vielleicht ein bisschen justieren. Spielt hellblau gegen dunkelblau. Ist natürlich sehr klug. Denn wenn die meinen Spieler verwechseln, dann ist das, liegt das am Trikot, dass der Schiri daran zugestimmt hat, dass die in dunkelblau spielen dürfen. Und da kommt der Ball auf Bojamba. Schade, Jungs. Ich kann mir das nicht angucken. Ich springe zum Ergebnis. Es war ein 1:1. Adeyemi in der 86 noch mit dem wichtigen Ausgleichstreffer für einen Punkt. Und das wird auch das letzte Spiel hier. Wir nehmen an der Pressekonferenz teil. Waldhof Berlin. Komm rein. Hallo. Vertreter, hallo Journalisten. Also es ist wichtig, dass wir ein gutes Spiel zeigen, um Moral zu zeigen. Wir müssen hier wieder in die vorderen Plätze kommen. Wir haben aus 4 Spielen 1 gewonnen, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Das geht natürlich gar nicht. Wir wollen hier oben mitspielen und nicht unten rumgurken. Auf dem Transfermarkt haben wir gut zugeschlagen. Wir sind jetzt überall ganz gut besetzt, meiner Meinung nach. Mit Adeyemi im Sturm sollte das eigentlich alles gut laufen. Und ja, das ist gut. Was sind die Gründe für unsere Außerform? Weiß ich doch nicht, mir fehlen die Worte. Ich kann nicht sagen, wir haben ein super Team und die spielen scheiße. Unsere Verteidigung ist wie ein Schweizer Käse, was soll ich da machen? Okay, macht gut, wir sehen uns nach dem Spiel. Jetzt gegen Viktoria Berlin wird es wichtig. Unsere Jugendakademie gucken wir uns nochmal an. Wie sieht es denn aus mit den Jungs? Eigentlich könnten wir die 3 Jungs hier gleich mal übernehmen, komm. Komm ran, komm auch ran. Und du kommst auch ran. Da haben wir 3 vielversprechende Jungs in unsere Mannschaft aufgenommen. Mal sehen, was die so können. Wir gucken weg. Schnellsimulation und was wurde es? Eine Niederlage, 4:1. Da waren wir wieder nicht zum Interview. Wir haben so viel geredet und jetzt wollen wir nicht zum Interview. Nee, jetzt machen wir nicht. Bartels ist froh, der will weg, weil das ist ein Louvre ein Problem, du Arschloch. Gut, Jungs. Training war gut. Letzter Transfertag, wir werden wahrscheinlich nichts mehr machen. Wir leihen mal diese 3 Talente noch aus. Leihe zum Kauf, dann 500.000 oder so, 500.000.
Gut so. Der Mann wird tot kommen. Was sagt denn jetzt eine Laie? Da kriegen wir eine Laie raus. Laie zum Kauf. Gut so. Finde ich gut. Machen wir so. Gut. Der Mann kommt noch zu uns. Dann kamen noch zwei Leihspieler verpflichtet. Und da sind unsere beiden Leihspieler, kommen bei uns an. Okay, und damit ist die Transferperiode schon vorbei. Und damit auch der erste Teil der Karriere. So, Freunde, das war der erste Teil von meiner Karriere. Ich hoffe, Teddybär gefällt euch. Unser neuer Trainer von Waldhof Mannheim. Wir haben uns hier auch extra hier das Trikot gekauft mit so mein drauf. Und ich hoffe, ihr habt gesehen, mich natürlich haben wir auch in den Verein mitgenommen. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ihr Vorschläge habt, wie wir die Karriere weiter fortführen sollen, wem wir verpflichten sollen, schreibt es gerne rein. Wer bis jetzt geguckt hat, ihr seid Ehrenmänner. Danke dafür, für den Support und macht's gut. Ciao.